Servus Leute, hier ist wieder Dan28 und das hier ist Dan28Tube mit einem neuen Video. Dieses Mal zeige ich euch wieder den Verlauf meines Roblox-Servers. Denn nach aller ganzen Zeit ist sehr viel passiert. Für alle, die es interessiert, die können jetzt natürlich weiter gucken. Für die, die es nicht interessiert, sollten es halt ausmachen. Weil es wird ein langes Video, weil ich hier wirklich sehr vieles erkläre, zeige und sonst was. Fangen wir mal gleich hier mit an. Direkt hier am Flughafen habe ich einen automatischen Zug. Kann man sich hier hinsetzen. Steht auch da oben dran die Zielanzeige und so. Man kann aber auch stehen. Wow, fast gleich rausgeflogen. Ich muss auch wieder zurück. Ach nee, muss ich nicht. Ich kann hier einfach raus. Und hier. Hier hat sich jetzt nicht unbedingt viel geändert. Das Hotel hier ist immer noch eine Baustelle. Aber es gibt da hinten ein Museum. Hier ein Bahnhof. Ob der letztes Mal da war, weiß ich nicht. Aber ich wechsle es wieder zwischen den Teams hin und her, um so zu zeigen. Weil ich habe keinen Bock, durch die ganze Stadt zu laufen. So. Neu sind halt, ich weiß nicht, ob letztes Mal schon dieser Bus da war. Wie schon gesagt, es war ja schon länger her. Aber dieser Bus hier ist definitiv neu. Ist nur leider nicht wirklich brauchbar. Und dann eben hier sind sehr viele neue Gebäude hin. Und hier ein ganzer Park. Ein Krankenhaus. Eine Bank. Aber ich glaube, wir nehmen den Bus. Hier ist ein Kino, dann hier das Stadion. Ja, ich zeige das jetzt nur schnell. Hier ist eine Leiter zum U-Bahn-Tunnel hier. Verdammt. Ja, der hängt fest. Kann man nichts mehr machen.
Dann gehe ich ja wieder zurück zu dem dortigen Spawn. Und jetzt fahren wir mal wieder in die Stadt rein. Weil hier hat sich das meiste verändert. Als erstes deshalb. Überall sind jetzt hier Gebäude und so. Und hier ist mein Gebäude. Nachbau des Trump Towers in New York. Allerdings muss ich noch den Aufzug bessern. Generell alles. Die Wände kann man verschieben. Aber die Aussicht ist gut. Es gibt auch ein Rathaus, derzeit nur das Umrissgebäude, die Deko wird noch gemacht. Das ist eben eine Schrift, woher dann hier steht City Hall und die Beleuchtung, weil nachts, was ich leider nicht zeigen kann, ist es aber sehr dunkel. Ich habe ja eines Tages das Ziel, dass der Server belebt ist. Und dann ist es so, dass es dann auch ein Telefonsystem gibt, wo man eben hier solche Telefonzellen hat. Da geht man hier, klickt man drauf, hat hier eben so ein Pad und kann hier Nummern eingeben. Zum Beispiel 555. Dann ruft man an und das ist dann solches Taxi.
Wo ich jetzt übrigens als nächstes hingehe. Und schon sind wir da. Hier in dieser Gegend hat sich nicht viel geändert, weil ich nicht großartig gebaut habe. Okay, da doch, hier gibt es jetzt auch ein Rathaus. Und hier hat Läden, aber ansonsten hat sich wirklich nichts geändert. Zumindest hier. Da hinten hat sich ein bisschen was geändert, aber das ist jetzt erstmal egal. Weil ich fahre jetzt ins Zentrum. Das war zu weit. Es wird übrigens auch noch einen Teil 3 geben. So. Hier hat meine eigene Version des Times Squares, die man dort sehen kann. Das ist der Name dieses Platzes. Auf Deutsch würde es heißen das Mitte-Quadrat. Und ja. Hier kommt dann ein Gebäude hin, das den Namen Park Tower trägt, weil es genau hier am Park liegt. Und zum Abschluss der Teil 2 Tour gehen wir nach da. Ich weiß ja nicht, ob ich das schon gemacht habe im letzten Video. Ist ja viel passiert. Aber hier ist der Wasserpark. Das ist jetzt blöd. Ziemlich blöd. Dann kann man halt auch hier auf die Wasserrutschen hoch und so. Hab man auch einen schönen Blick über die Stadt. Aber das ist ja egal. Und da ist mein Taxi. Versunken im Boden. Ja, okay. Das war's dann mit der Tour und noch mit dem Video. Bis zum nächsten Mal.
Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst ein Like da und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal und drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.